Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Bevor wir starten, möchte ich euch bitten, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar mit euren Gedanken zur letzten Folge oder euren Erwartungen an das heutige Abenteuer. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Das unterstützt uns sehr und motiviert vor allem, weiterhin spannende Inhalte für euch zu erstellen. In der letzten Episode haben wir zusammen die atemberaubende Bergstraße des Durmitor Nationalparks erkundet. Besonders schön war der Moment, als wir bei der Abfahrt zum allerersten Mal den überwältigenden Ausblick genießen konnten. Ein unvergesslicher Augenblick. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an, damit ihr an unseren Emotionen teilhaben dürft. Heute setzen wir unsere Reise fort. Wir verlassen die beeindruckenden Berge und fahren auf der P14, die uns direkt zur faszinierenden Tara-Schlucht führt. Freut euch auch heute wieder über spektakuläre Ausblicke und eindrucksvolle Landschaften, die wir für euch mitgeschnitten haben. Leider neigt sich in Deutschland die Motorradsaison langsam, aber sicher dem Ende zu. Aber wir haben bereits große Pläne für das nächste Jahr geplant. Geplant ist eine große Reise, in der wir durch Tschechien, die Slowakei, Rumänien bis ans Schwarze Meer wollen in Bulgarien. Außerdem wird es auch diesen Winter nicht langweilig bei uns. Wir haben noch eine kleine abenteuerliche Reise zum Elefantentreffen geplant und würden uns auch hier freuen, wenn wir euch auf diese Reise mitnehmen dürfen. Wie ihr hören könnt, muss ich auch heute leider wieder die Reise aufgrund meines defekten Mikrofons als Voice-Over erzählen. Aber keine Sorge, ich habe mein Equipment bereits intakt gesetzt oder besser gesagt erneuert und bin für die nächsten Abenteuer wieder bereit, euch direkt während der Fahrt alle meine Erlebnisse zu kommentieren. So könnt ihr die Emotionen live miterleben. Jetzt habe ich aber erstmal genug gesprochen und lasse euch den ersten Streckenabschnitt der heutigen Folge voll und ganz genießen.
Die Tara-Schlucht, auch bekannt als Tara Canyon, befindet sich im Norden Montenegros und ist Teil des Dumitor-Nationalparks, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Mit seiner Länge von etwa 78 Kilometern und einer Tiefe von bis zu 1300 Metern ist sie die tiefste Schlucht Europas und die zweitgrößte der Welt, direkt nach dem Grand Canyon in den USA. Die Fahrt mit dem Motorrad durch die beeindruckende Landschaft ist einfach unbeschreiblich. Die kurvenreichen Straßen schlängeln sich entlang steiler Felswände, während unter der kristallklare Fluss Tara durch die Schlucht fließt. Das türkisfarbene Wasser und die unberührte Natur bieten ein Panorama, das jeden Moment zu etwas Besonderem macht. Die Strecke durch die Tara-Schlucht ist nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch fahrerisch ein voller Genuss. Die Kombination aus anspruchsvollen Kurven, gut ausgebauten Straßen und der atemberaubenden Kulisse macht diesen Abschnitt zu einem der schönsten meiner gesamten Reise. Für alle von euch, die eine Motorradreise planen und auf der Suche nach unvergesslichen Erlebnissen sind, kann ich die Tara-Schlucht nur wärmstens empfehlen. Neben dem Fahrspaß gibt es hier auch zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten wie Rafting, Wandern oder einfach das Genießen der Natur. Ein weiteres Highlight auf der Fahrt durch die Tara-Schlucht sind die zahlreichen, wunderschönen Tunnel, die direkt in den Fels gehauen wurden. Sie verleihen der Strecke einen besonderen Charme und bieten atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Landschaften. Allerdings möchte ich euch an dieser Stelle warnen. In diesen Tunneln und auf den offenen Straßenabschnitten können jederzeit Steine auf die Fahrbahn fallen. Es ist wichtig, stets aufmerksam zu sein und die Geschwindigkeit den Bedingungen anzupassen. Die Kombination aus schmalen Straßen, möglichen Hindernissen und dem manchmal unvorhersehbaren Wetter macht diese Route zu einer Herausforderung. Sicherheit geht vor, besonders in solch anspruchsvollen Gebieten. Also passt gut auf, haltet die Augen offen und genießt die Fahrt. Devil telling me to lie again. Puts his arm around me, says it's alright to pretend that you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, 'cause they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more sent to him every week. And dear God, I hate to say I'm sorry, but I just wanted you to love me, even though I still love money. And dear God, I hate to turn the tables, but I just hate waiting table. In my midst one, more money. And there goes the devil creeping in my life's design. Said, where does it get you being such a damn nice guy? I've been trying to reach you ever since you bought that suit and tie. You look nice. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just wanted you to love me, even though I still love money. And dear God, I hate to turn the table, but I
just hate waiting table. In my mental one, I need more money. Started out helping others. We started out sisters, brothers. All of my time was taken. All of my taxes paid in. I am not my brother's keeper. Staring at the old grim reaper, waving down his blade at me, telling me I won't succeed. Oh no. Oh no. Oh no. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just wanted you to love me, even though I still love my money. Dear God, I hate to turn the table, but I read up on all of your fable. I'm in my mid-20s, need more money. Das war gestern eine wunderschöne Überfahrt über den Durmitor Nationalpark und den Berg. Dann noch durch die Tara-Schlucht durch, das ist der Wahnsinn. Also traumhafter fürs Motorradfahren geht nicht. Wir sind jetzt im letzten Urwald Europas angekommen, auf dem Campingplatz. Also gestern schon, jetzt ist schon am Morgen. Die Reise geht jetzt hiermit auch schon irgendwo der spannende Teil zu Ende. Wir werden jetzt noch zurückfahren nach, also so schnell wie möglich zurückfahren nach Deutschland. Wir haben 15 Stunden Fahrzeit noch vor uns, packen jetzt dann zusammen, hocken uns auf die Motorräder drauf und fahren mal so weit wie geht. Mal schauen, was wir an Strecke noch schaffen und dann geht es zurück nach Hause. Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen die Hütten. Der Campingplatz ist auch gar nicht auf Google eingetragen. Wir waren erst auf einen anderen, der war aber voll. Ich frag mich bloß wieso, weil der ist eigentlich viel schöner. Hat lauter so kleine Holzhütten. Die zweite von rechts ist unsere. Und der Ausblick halt am Morgen. Wunderschön. Wir haben jetzt einen Kaffee noch gekocht, den trinke ich jetzt. Und dann heißt's Ciao Montenegro.